Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch der erste Teildeweiser von DCVDNS in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der erste Teildeweiser von DCVDNS, das Ganze im Juli 2017 erschienen. Die Box zu diesem Album habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also. So sieht das aus. Wir haben hier DCVDNS mit diesem Raumanzug, mit diesem Polo Jeans Company Raumanzug, mit dieser dicken Jacke und dieser legendären Brille mit den drei Gläsern. So sieht das aus. Rundherum ein weißer Rahmen. Auf der Seite lesen wir dann in roter Schrift der erste Teildeweiser und hier unten DCVDNS. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl und diese sind aufgeteilt auf A- und B-Seite jeweils 6 Tracks. Features haben wir von Tamash und zweimal Genetik, Track 7 und Track 11. Und darunter finden wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier einmal DCVDNS wieder im selben Outfit wie auch schon auf dem Cover. Allerdings haben wir dann hier noch einen Aluhut, so eine Alumütze dazu. Und auf der rechten Seite nochmal in Nahaufnahme mit aufgesetzter Kapuze. In der rechten Seite befindet sich dann die Vinyl. Nachdem wir ja nur eine haben, ist die linke Seite hier zu. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Vinyl verstaut. So. Wir haben hier einerseits so einen Einleger und zwar haben wir hier auch nochmal die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war daran beteiligt, wer hat produziert, wo wurde das Ganze aufgenommen, beziehungsweise wer hat gemixt, gemastert etc. Dann haben wir hier eine Info zu den einzelnen Social Media Kanälen von DCVDNS und natürlich hier unten dann auch noch eine Danksagung. Alles klar. Dann kommen wir zur Vinyl an sich. Und zwar ist diese hier in einer grauen Hülle. Hier oben lesen wir wieder die erste Teildeweiser 2017. Dann hier in der Mitte DCVDNS. Auf der Rückseite lesen wir hier nur D1TW, der erste Teildeweiser 12-Inch LP. Und dann schauen wir uns die mal an. So. Also, so sieht die aus. Das ist in dem Fall die A-Seite. Wir haben hier die Tracklist mit den 6 Tracks in der Mitte abgedruckt. A-Seite. Und dann die B-Seite in rot gestaltet. Ebenfalls wieder 12 Tracks. Auch hier wieder aufgelistet. Die Vinyl kommt in diesem klassischen Schwarz, wie man es meistens hat. Und zusätzlich zu der Vinyl, speziell jetzt, gibt es dann auch noch den Download-Code. So sieht das aus. Also hier haben wir dann unten, verdecke ich jetzt gerade, einen Download-Code, den man dann auf der Website eingeben kann. Bedeutet, wenn ihr euch diese Vinyl zulegt, seid ihr nicht unbedingt auf die Vinyl angewiesen. Ihr könnt natürlich das Album dann auch downloaden und in die digitale Version auf dem PC, auf dem Laptop, auf dem Handy, wo auch immer anhören. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal den eben gezeigten Download Voucher, diesen Download Code für das Album in digitaler Version. Dann dieser doppelseitige Infozettel hier mit den ganzen Track-Infos und Album-Credits. Und natürlich das Album an sich auf dieser Vinyl in dieser grauen Papierhülle.
Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von der erste Teil der Weiße von DCV DNS. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr DCV DNS unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.